Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play The Last of Us Part 15. Ich bin ein Voldyboy. Nachdem Ellie uns als Scharfschützin unterstützt hat, haben wir da das Areal können rocken. Und jetzt haben wir hier gerade so eine ganz unschöne Szene miterlebt, wie so ein gepanzertes Fahrzeug hier angefahren ist und zwei Zivilisten umgebracht hat, nur wegen ein paar Schuhe und ein bisschen Essen. Das ist echt tragisch, so etwas. Ellie ist geschockt. Ich auch, aber ich weiß natürlich, was hier alles läuft. Es ist wirklich ganz eine harte Zeit, die man hier durchmacht. Essen ist sehr knapp. Und ja, ich denke, auch uns möchten es wieder ans Leben. He? Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal wieder rein und schauen, was da auf uns zukommt. Vor allem das gepanzerte Fahrzeug macht mir große Sorgen. Wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten uns aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf den scheiß Pickup finden. Okay. Dort muss eine ganze Armee sein. Wie haben wir es geschafft, die Krieger gegen auszulösen? Ellie, was krass! Das ist Ellie gsi, Mann! Sie hat ihn fertig gemacht! Habt ihr das gesehen? Jungs und Mädels! Mini Ellie, hey! Ja, das ist wirklich nice! Respekt! Okay! Ja, da habe ich ja bald nichts mehr zu tun in dem Fall, hä? Nein, so wird es schon nicht sein. Ja, die Ellie lernt natürlich auch immer mehr dazu, hä? Aber ist jetzt schon recht eindrucksvoll gewesen. Dawn of the Wolf Part 2. Könnte das erst ein Hinweis auf The Last of Us Part 2 sein? Das ist sehr gut möglich, hä? Okay, wir müssen wissen, wo wir hier sind und wir müssen wissen, was man hier muss machen. Ich bin ein bisschen in Panik. Da oben hat es ein paar. Sie haben nichts. Was ist mit der Market Street? Ja, da fahren Sie gerade durch. Vielleicht können Sie sie aufscheuchen. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Sie müssen ja irgendwo auftauchen. Das wird wohl sein. War jetzt eine Bombe? Eine Falle? Eine Bombe fallen. Da ist einer. Ich hoffe, dass sich der andere jetzt nicht umdreht, weil sonst sieht er uns gerade. Das wäre ja, sehr unnice. Also gesehen in dem Sinn hat er uns nicht. Okay. Das ist aber unfair. Oh Mann, das sind ja zwei. Okay. Ellie, Gang aus dem Feuer! Okay, da haben wir noch etwas.
Ah, da ist er. Mein Gott, bin ich jetzt verschrocken, hey? Oh Mann! Wer hat jetzt geschossen, Mann? Jetzt werde ich langsam hässig. Wie viele sind da noch rum? Da hat doch irgendjemand geschossen. Oh, ich muss mich auffüllen. Wo zur Hölle steckst du? Also ich sehe hier niemand mehr. Das hohe Pflanzenzeug, Mann, ich sehe nichts. Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Savage Starlight. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, das denke ich mir auch. Die armen Teufel, Mann. Okay, wir müssen schauen, dass man hier noch ein bisschen Loot findet. Oh, ja, ja, jede Menge. Wunderbar. Denn... Hey, hilf mir hoch! Geht's hier wieder? Okay. Na bitte! Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hinten durch. Da gibt wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Das Zeug ist okay. Dann machst du mehr. Eine Waffe. Warum wohl? Okay, da ist eine. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich hätte dich verrecken lassen sollen.
Ich mach dir welche. Ja, die haben mich schon gesehen. Oh Mann, das ist mir eigentlich ein bisschen nervig, so etwas. Und er kann schön in Ruhe auf mich schiessen. Bleib unten! Achtung, da ist auch wieder einer. Aber die haben wir sauber ausgeschaltet. Schlaf gut. Ich bin hier, Mann. Ich weiß gar nicht, was du hast. Okay, wir müssen hier ganz, ganz dringend weg. Meine Güte, bin ich auf Adrenalin. Ich muss sagen, das Spiel hat wirklich Spannung pur. Also, das ist ganz verrückt, was hier alles läuft. Ich glaube, sie sind weg. Der Joel ist schon ganz verblüht, der Arm sich. Ich glaube, wir sind safe. Nein, ich kann keine Medipacks herstellen. Ich würde mal meinen, wir müssten mal Pump Action führen. Meine Güte, Scheiße. Wenn du das sagst, Joel. Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder.
Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Okay, neue Verbündete, Mann, das ist super. Der Sam und der Henry, ja? Sie sind sicher auch Überlebende in dem Kampf, wo der gleiche ist, wo auch die Ellie und ich führen. Und ich finde es sehr gut, wenn wir jetzt zusammen unterwegs sind. Das Ziel ist ja offensichtlich genau das gleiche, wo wir vor Augen haben. Die Fireflies. He? Wo ich denke, es wird da noch einiges auf uns warten. Und es ist gut, wenn wir das Ganze können miteinander bestreiten. Halt, halt! Seid alle mal leise. Weg von dem Fenster! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon, seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel? Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Ja. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Ist schon klar. Ist natürlich sehr gefährlich, dass man hier zum Plünderer wird. Aber ich denke, das ist jetzt hier wirklich nur ein kleines Kinderspielzeug gewesen. Aber es heisst ja, während den Anfängen. Und ich finde es auch sehr gut, dass der Henry seine Verantwortung wahrnimmt gegenüber dem jungen Bub, der noch so unerfahren ist. Ich würde mal sagen, wir machen hier einen Break. Wir sehen uns zum Let's Play The Last of Us Part 16. Ich bin euer Voldemort und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Freue mich auf euch.